Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. So, wir sind gerade wieder auf einer Exalt-Mission, heißt, wir müssen diese zwei lustigen Kommunikationsanlagen hier mit unserer Spionin hier ausschalten, während wir darauf achten, dass hier diese Freaks uns dann nicht in die Quere kommen. Oder ist auch noch einer? So, wir sind jetzt dran inzwischen sogar. Wir müssen gerade mal schauen. Du kannst schießen auf diesen dort und auf diesen dort. Ich würde vorschlagen, du haust dem da erstmal eine rein, weil der muss weg. So ist schon ziemlich gut. Dann gehst du mal nach hier. Hi. Ich würde dich gerne begrüßen. Wie geht's? Ganz gut, wie es aussieht. Okay, der ist weg vom Fenster, das ist schon mal gut. Dann darfst du nochmal schießen. Oh ja, den kannst du jetzt einfach ausschalten, würde ich sagen. Boom. Hab sie. Wie eiskalt, ey. Hab sie. Okay, da ist einer, aber da hinten ist noch irgendwo einer. Heißt, wir müssen uns ein bisschen hier zurückhalten. Du gehst mal nach hier. 66. Moment. Chaos. Hallo. Du weißt, dass du doof stehst, oder? Mein Lieber. Gut. Liebste Lilly. Na gut, komm dann. Kommst du nach vorne? Moment. Jetzt haben wir... Wen flankierst du? Den flankierst du. Aha, aha, aha. Das sind aber nur 49%, ja? Folgende Option. Wir gehen mit Chaos nach hier. Der sieht da nichts. Ach, Chaos. Mann, du machst auch nur Chaos. Das ist nicht so gut. Kannst du eine Splittergranate werfen? Aber nicht so weit. Ja gut, okay. Nicht. Mist. Okay, dann gehst du dahin. Du bist jetzt ohne Deckung, aber... Gut, was will ich machen? So, du könntest schießen. 66%. Wir versuchen es jetzt. 4 Schaden. Das ist schon mal... Nett. So, da drüben haben wir 2. Das heißt, du gehst schon mal nach hier. Damit wir das erste XCOM Relay ausschalten können. Wir nur die Relaisstation aktivieren, um an die Daten zu gelangen. Und dann haben wir noch unseren Mac. Ich würde dir vorschlagen, den holen wir einfach nach vorne. Oh, der ist im Feldposten. Und ist ein schwerer Soldat. Okay, okay, okay. Hätte man sich denken können. Wir haben 75% Chance. Mach ihn weg, komm bitte. Boom. Die 12 hat er nicht so gern gesehen. Eine Granate, ach. Commander, neue Feindverbände im Anmarsch auf Strike One's Position. Oh. Das ist ungut. Das ist sehr ungut. Hoffen wir, dass unsere Scharfschützin da was tun kann. Kann sie. Hau ihn weg. Boom. Nein. Ah, die Waffe ist leer. Ah, nein. Okay, also. Sie ist hier übelst flankiert einfach nur. Übelst. Unser Agent hat die Exalt-Daten teilweise entschlüsselt und ihre Kommunikation vorübergehend gestört. Okay. Jetzt müssen wir nur noch die restlichen Relaisstationen finden und hacken. Das Problem, das wir jetzt so ein bisschen haben, ist, du musst mal nach vorne. Okay. Und den mal kaputt schießen, das wäre ganz gut. Na! Danke. Weiß ich. Lilly?
tu mir den Gefallen und löse den Typen da aus. Nein, du hast ihn nicht ausgelöst. Ich muss auf jeden Fall hier durchrennen, damit sie diesen Typen auslöst. Du möchtest bitte den Sturm und Schuss aktivieren. Und dann rennst du hier rüber. Sie hat ihn auch nicht ausgelöst. Verdammt. Dann versuch mal, ob du ihn wegbekommst. Ja, genau. Das Problem ist nun mal nämlich der Feldposten gewesen, wie ihr euch denken könnt. Ich hätte sie nicht bewegen können. Einfach überhaupt nicht. So, du rennst jetzt hier rüber. Hier haben wir schon einen Unterstützer tatsächlich stehen, der dich beschützt. Die Sache ist, die gute Anna hier. Kann ich den kinetischen Schlag trotzdem machen? Schauen wir mal. Kann ich? Goodbye. Ja, sie hat ein bisschen was drauf. Okay, Gary. So, du bleibst am besten mal hier und gehst in den Feldposten, auch wenn du noch einen Schuss hast. Chaos, 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 Chaos. Du gehst nach hier. Eigentlich haben wir die zweite Relaisstation gut abgedeckt, auch durch unsere Scharfschützen, die da steht. Ebenfalls Feldposten, dann sollten wir mal gucken, was noch passiert. Nichts, wir haben im Moment keine Gegner, das ist super gut. So, du, meine Liebe, du kommst auch mit. Und lädst nach. Lilly kommt nach hier. Und geht in den Feldposten. Du gehst nach hier. Hackst dieses Ding. Das war die letzte Relaisstation, Commander. Wir haben die Exaltdaten. Jetzt müssen wir nur noch den Agenten zur Evakuierungszone schaffen. Ziele wurden aktualisiert. Und du gehst nach hier. Denn da solltest du in keinerlei Blickfeld sein. Du gehst nach hier. Um nach vorne hin abzusichern. Du bleibst irgendwo hinten. Hier, würde ich sagen. Und sicherst noch mit ab. Okada geht mal mit hier rüber. So. Und dann schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Genau, das dachte ich mir nämlich schon. Ah, Dude schießt da hinten. Das ist aber nicht so praktisch. Darf ich schießen? Ah ne, da kommt noch einer. Okay. Und noch einer. Feldposten. Alter, übertreib doch mal nicht, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich finde, sie übertreiben ein wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Darf ich schießen? Ja? So, der da oben, ja? Der kann schon mal gehen. Feuerschutz? Oh, Glück gehabt, ey. Boom. Doppelte Portion, du darfst nochmal. Die sind aber nur 70 und Dingens, okay. Leider sind wir momentan alle flankiert und du hast deinen Schuss leider schon verballert. Das ist nicht so gut, weißt du? Dich würde ich eigentlich ungern noch weiter an die Front schicken, aber du könntest... Ja... Du hast eh nur Schuss auf den, ne? Könntest du nicht einen Raketenstart auf den hauen? Das Problem ist, Gary zu treffen wäre ein bisschen doof. Ich versuch's einfach. Komm, Chaos. Jawohl. Okay, okay. So, Okada nach hier vorne. Schalten wir sie aus. Ja, ja, den habe ich jetzt aufgedeckt. Das ist schon okay. Dann schießt du mal auf den. 5. Ist gut, ist
wirklich gut. So. Was ist mit dir? Auf wen hast du Schuss? Du hast schon geschossen, korrekt. 78% Versuchs. Genau, dann ist der schon mal aus dem Weg geräumt. Du hast 71, dann räum du den noch aus dem Weg, beziehungsweise mach einen verkrüppelnden Schuss. Genau, weil das Schöne ist halt, wenn, selbst wenn das, ah ne, ist eigentlich egal gewesen. War ein Scharfschütze, na gut. Komm du mal nach hier vorne noch. So, da hinten, ich habe ihn ja gesehen. Du gehst in den Feldposten, falls der hier rumkommt. Und Lilly kommt nach hier. So, das heißt, wir haben jetzt fast alle ausgeschaltet. In der nächsten Runde können wir weiter nach vorne. Nehme ich an. So, auf wen willst du schießen? Ja, ja. Noch mehr? Was? Okay, der ist nicht im Feldposten. Der auch nicht, scheinbar. Aber der... Schade. Du triffst leider nicht so gut. Das ist, schade. Ziel steht noch. So. Folgendes. Wir haben niemanden... Das ist ein bisschen doof alles. So, du hast Schuss auf zwei Menschen. Du versuchst am besten erstmal den da wegzuschießen. Genau. Der ist nämlich die größte Gefahr gewesen. So, der sollte nicht im Feldposten sein. Heißt, du solltest jetzt bis hier laufen können. Genau. Du solltest nach hier gehen können. Schieß mal. Daneben. Ah. Gary. Flankierender Schuss. 100%. Der ist weg. Okada. Heil die Wunde. Super Sache. Du hast Sicht auf den dort. Der da ist schon ausgeschaltet, heißt, ja, du gehst mal nach hier vorne. Hi! Commander, unser Mann ist in Sicherheit und wir haben die neuen Daten aus den Relaisstationen. Gut gemacht. Oh, so kann ich die Mission auch schaffen? Cool. Okay, hätten wir das erledigt? Okay, hätte ich gar nicht gedacht, dass das auch so geht. Ach, schön. Unsere Truppen haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich bin froh, dass alle wohlbehalten zurück sind. Ich auch. So, Sergeant Timo hier wurde schon in den Lieutenant-Rang befördert und bekommt damit ebenfalls das mächtige Wiederbeleben. Damit bist du jetzt quasi genauso viel wert, erstmal wie Gary, bis auf die Tatsache, dass er schon 20 Kills hat und nur 7, aber du weißt, worum es geht. Du hast diese Wiederbelebungsfähigkeit, das ist unglaublich wertvoll. Ah ja, und du bist auch wieder aufgestiegen, cool. Revolverheld oder echt guter Boden. Also wenn wir hier schon eine andere Scharfschützin hochziehen, dann so. Exalt-Informationen. Datenentschlüsselung abgeschlossen. Mögliche Exalt-Standorte werden neu berechnet. Liegt in einem Land, das du in Civilization 5 spielen kannst. Nicht englischsprachiges Land. Nicht Südafrika. Und ich kann es in Civilization 5 spielen. Ihr müsst wissen, die Entwickler hiervon sind, soweit ich weiß, falls ich falsch liege, korrigiert mich, die Entwickler auch von Civilization. Die Sache ist, soweit ich weiß, kann man Deutschland spielen. Was heißt denn das Kreuz hier, dass das aus rausfällt, ne? Ja, Brasilien, Ägypten, Mexiko, Russland, Frankreich, Deutschland, Japan, Indien. Das heißt, da könnte das überall sein. Okay.
Folgendes, wir haben noch einen Satelliten, den würde ich auch noch starten wollen. Aber den starten wir am besten jetzt schon in den USA. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, ja, weitere Zentren erforderlich. Das Ding ist auch, wir müssten theoretisch hier weitere Dinger kaufen. Nordamerika halt, ne? Hier die. Die kosten aber monatlich 40. Ist egal, komm. Damit wir das auch haben. Der Ratsbericht ist dann in 4 Tagen. Ich meine, wir haben gerade 180 dazu bekommen, da sollen wir auch 2 Abfangjäger. Nein, jetzt. Weißt du. Dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Okay, wir haben Brasilien. Das wäre Südamerika. Ich glaube, das würde sich hier anbieten. Das ist nicht schlimm und hier sollte das auch noch nicht schlimm sein, dass da die Panik um eins hochgeht. Heißt, ich würde dann tatsächlich Brasilien vorschlagen. Brasilia. Wir bekommen dann noch einen neuen Scharfschützen. Das ist ein bisschen überflüssig, wie ich finde, aber gut. Du bist dabei. Du bist dabei. Weil du ein bisschen mehr können könntest. Du bist dabei. Der Gerechtigkeit halber. Ja, warte, nee. Der Gerechtigkeit halber müssten wir eigentlich sagen. Du bist wieder dabei. Wie schwer war denn der Einsatz? Ist egal. du bist dabei. Und natürlich unsere beiden Star-Unterstützer sind wieder mit von der Partie. Allerdings fände ich es cool, wenn du den Pulsbogen mitnehmen würdest und einen Scope. Du kriegst keinen Scope. Du hast einen Scope, du hast einen. Die kann ich nichts mitgeben, ne? Oh. Na gut. Dann sollte es passen, ne? Medikits dabei. Ja. Und dann müssen wir demnächst mal den Generalschlüssel bauen. Aber eigentlich würde ich ganz gerne vorher Exalt ausschalten. Transporter ist eingetroffen. Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Uns wird nach wie vor von dutzenden Entführungsversuchen aus Städten überall auf... Ja, ja, komm, ist gut. Wir kennen das Spiel doch. Das ist ja nichts Neues. Ah, sieht schon cool aus, meint er nicht? Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Okay. Position bestätigt. Dann laufen wir. Alien-Material entdeckt. Ein erstes Meld schon gefunden. Gut. Ein Feldposten da vorne stehen zu haben, ist, glaube ich, ziemlich cool. Du gehst mal mit nach da vorne. Das ist nämlich ganz schön. Die Beweglichkeit ist halt auch ziemlich hoch. Wie platzieren wir unsere Scharfschützen? Ich denke, hier ist ein guter Platz. Du gehst erstmal in Deckung. Wenn das erste Meld hier drüben ist, würde ich sagen, das gehen wir dann auch direkt an. Das erste. So. Ja, nee, nicht Raketenstart hier. Feldposten. Gary. La 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 la. Nächste volle Deckungsmeer, wa? Dann komm du mal nach hier. Und mal Feldposten, weil warum nicht? Und du... Wir haben schon alles voll hier, Mann. Du stellst dich neben den Mac. Ich glaube, das ist sicher. Gut. Erstmal einen Scharfschützenfeldposten. Dann ein Vorrücken des Mac-Soldaten. Was zum Henker?
Okay, dass hier meilenweit niemand zu sehen ist, macht mich ängstlich. Ich würde auch ganz gerne meine Deckung nach da oben irgendwie behalten. Ja, wir gehen mal nach hier. Und nach hier. Und sehen nichts. Okay. Du gehst mal nach hier. Du gehst mal hier mit. Du bleibst einfach hier in der Ecke sitzen. Ein bisschen Angst habe ich. Sucher! Schade. War ein Versuch. Neue Ziele ausgemacht. Rekonfiguriere Zielmatrix. Die haben sich aber auch ein bisschen hier rumgebackt, oder? Ach, hi! Hatsatsa! Drohne, Cyberdisk, zwei von denen. Alter Schwede, übertreib doch nicht gleich. Mach einen kaputt, komm. Oh, na gut, 5 Schaden ist auch gut. Nur die Cyberdisk ist ein bisschen böse, wie ich finde. Haben wir einen Reflexschuss auf die Drohne? Das wäre super geil. Bitte lass das Spiel nicht, lass das Vieh nicht sofort schießen dürfen. Okay. Wir haben eine 100% Chance auf das Ding. Ah, super. Mein Lieber. Du wirst hier vorne an der Front gebraucht. Nein! 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 Alter. Die Cyberdisk hat einen Reflexschuss. Das ist doch wohl nicht fair. Ich meine, die hat keine Deckung. Okay. Ich habe nichts gesagt. Alter. Alter, der hat aber eben 13 kritische Treffer Schaden gemacht und die waren nie so wertvoll wie jetzt. Nie. Boah, heftig. Einfach nur heftig. Okay, schade, das ging nicht rauf, aber komm, den machst du jetzt kalt da. Boom. War wohl nix. Cyberdisk. Gut, dann hätten wir noch 70%. Schieß mal drauf. Weg. So, du darfst nochmal. Okay, dann auf ihn. Sind wir heftig einfach nur? Liegt das an mir oder sind wir einfach nur irre heftig? Wir haben gerade quasi in einer Runde Cyberdisk, die sind heftig, das wissen wir, plus Drohne, plus zwei von diesen Nahkampf-Muten-Dingern, ich weiß immer noch nicht, wie ich es aussprechen soll, obwohl ich es mal wusste, ausgeschaltet und jetzt haben wir da noch zwei Sucher übrig. Und die sind alle 6 gleichzeitig aufgetaucht. Ich meine, die Sucher, okay, pff. Wen kümmert's, ne? Weil... So, das meldet nämlich mit, einfach nur weil ich nicht weiß, was noch kommt, aber ich glaube, für sehr schwer war es das schon. Das reicht. Das reicht mir für sehr schwer. Dafür, dass eine Mission sehr schwer ist, reicht. Kann man so einen Sucher eigentlich schocken? Das wäre ganz interessant. Fände ich. Trotzdem gerne alle in Feldposten. Und zwar möglichst bald, möglichst alle aneinander. Ne, sind noch 2 von denen. Okay, es ist. Ist völlig okay, weil, 2 von denen sind keine Herausforderung. Wir haben schon, weiß ich nicht, wie viele von denen platt gemacht. Wir sollten natürlich nicht übermütig werden, aber. An sich sind die beiden wohl kaum ein Problem. Alleine, weil wir jetzt sie schon wieder haben mit 90%. Allerdings steht sie im Schussfeld. Das finde ich nicht so lustig. So, mein Lieber. Komm mal hier in die Ecke. Genau, da bist du wieder schön in Deckung und hast eine 58% Trefferchance auf den hier vorne. Ja, why not? So, du kommst mal nach hier.
lieber Timo. Obwohl, Moment. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Wo ist er denn? Nein, habe ich richtig gemacht. Okay. ...69 hört sich gut an. Der ist auch tot. 70% auf den. Oder wollen wir den Verkrüppelnden machen? Machen den Verkrüppeln, komm. Schießt du jetzt auch oder nicht? Was stand da jetzt? Waffe unbrauchbar. Hm. Warum denn auch nicht, ne? So. Du kommst mal nach hier vorne und mich würde mal interessieren, ob du auch schießen kannst. Da stehst du aber richtig behämmert, mein Lieber. Ah. Was will man machen? So, du hättest eigentlich noch einen Kill nötig, ne? Dann komm du mal nach hier oben. Links, 2, 3, 4. Die 35 wurden zu 25. Ja, das ist erbärmlich. Das ist einfach nur erbärmlich. Tut mir leid. Boah, dann stell du dich hier hinter die Ecke. Gehst mal in den Feldposten. Natürlich jetzt schade, dass auf sie geschossen werden kann, aber ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Hi! Oh, schade. War schon tot. Einen Feldposten haben wir noch. Der macht nichts. Das ist tatsächlich interessant. So, du gehst jetzt erstmal in Deckung. Lädst nach. Schade, ich komme noch nicht ran. Aber ich könnte mich ja daneben stellen. Aber ich habe leider keine Munition mehr. Heißt, ich bleib hier einfach mal stehen. Jo. Ne? Was machen wir denn jetzt hier? Du. Der müsste. Ist der in den Feldposten gegangen? Ah, ne, der kann hier nichts machen. Der ist ja unbrauchbar. Hi. Was geht? Ja. So, und ich werde das jetzt auch noch zu Ende machen hier. Zumindest bis, der letzte Sucher da ist. Auf dem Weg. Nachladen. Wieder am Start. Und... Ah, komm, du lädst auch einfach mal nach. Ich würde ja gerne wissen, was passiert, wenn man den Sucher schockt. Bitte aber geh nicht auf den, das wäre gemein. Hallo, ach, was macht ihr denn? Ihr Schnuckels. Hm. Ja, keine Ahnung. Feldposten? Keine Ahnung. Entdeckung? Keine Ahnung, komm mal wieder nach hinten. Und nachladen. So, bist du im Feldposten? Nee. Du gehst in den Feldposten. Du gehst hier in die Ecke. Und gehst in Deckung. Da ist er. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich trotzdem getötet. Ja, okay. Das ist nicht gut. Wie aus dem Lehrbuch. Ja. Also, ich muss sagen, unser Trupp, ich bin begeistert einfach nur. Es ist so unglaublich, was wir hier leisten oder was meine Soldaten oder unsere Soldaten oder was zum Teil auch ihr hier leistet. Es ist einfach nur unglaublich. So. Arbeit, Commander. Ich bin beeindruckt, dass es Ihnen ohne eigene Verluste gelungen ist, so viel von der Meldsubstanz in unseren Besitz zu bringen. Alle Gegenstände mit begrenzter Einsatzhäufigkeit erhalten einen zusätzlichen Einsatz. Heißt, wir haben jetzt sogar 4 Medikits dabei. Zumindest mit Gary. Ja, 20 Melds, 2 Sucherwracks, 18 Waffenfragmente, 12 Alien-Legierungen, 6x Illyrium, Drohnenwrack, Cyberdisk-Wrack, 4 Muton-Leichen. Panik macht sich breit. Kontakt, gucken ins Lagezentrum, niemand ist rot. Was wollen wir denn mehr? Es ist doch einfach nur herrlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr so genial seid. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, das nächste Mal ist genauso erfolgreich wie dieses Mal. Bis dann. Ciao.